Ja, liebe, ich hoffe, das hört man ja. Liebe Kooperationspartnerinnen, liebe ReferentInnen, liebe TeilnehmerInnen, ich glaube, vielen von Ihnen, von euch ging es so, als Sie heute hier in diesen Raum reingekommen sind, erstmal so ein Staunen für so eine Tagung in so Räumlichkeiten mit Stuck und Kronleuchtern zu kommen. Ich war Anfang des Jahres schon mal hier gewesen und durfte dort den Absolventinnen des Jurastudiums, den durfte sie sozusagen mit ihren Zeugnissen beglücken. Die hatten alle so Ballkleider an und es war etwas, wie das halt bei so Zeugnisübergaben ist. Umso mehr freue ich mich, dass es heute sehr, sehr viel weiblicher ist, sehr viel queer-feministischer. Ich finde das auch tatsächlich sehr gut, wenngleich ich sagen muss, wir brauchen in diesem Land auch aufrechte JuristInnen, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und gerade in Zeiten wie diesen Rechtsstaat und diese Demokratie verteidigen. Und das habe ich den Absolventinnen dort selbstverständlich auch mit auf den Weg gegeben. Aber heute, und da freue ich mich umso mehr, jetzt sozusagen im Ausklang der Legislaturperiode, Katrin hat es gesagt, ich bin jetzt aktuell noch geschäftsführend im Amt und da ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, noch auf so viel wie möglich oder so viel wie möglich Möglichkeiten zu nutzen, auf Veranstaltungen noch sprechen zu dürfen und vielleicht nicht wie in den letzten 5 Jahren nur sozusagen in den Zwischentönen, sondern an der einen oder anderen Stelle vielleicht jetzt doch etwas befreit sprechen zu können und ein bisschen Klartext zu reden. Und ich finde, das ist gerade bei diesem Thema Antifeminismus mehr als notwendig. Und ich freue mich, dass die Tagung, die ja wie gesagt schon in Berlin und in Nürnberg stattgefunden hat, jetzt bei seiner zwar letzten, aber ich hoffe trotzdem, dass es in irgendeiner Art und Weise dieses Netzwerk weiterlebt und weiter gestaltet wird, dass dieser Weg jetzt hier nach Dresden geführt wird und das geführt hat. Und das ist ja in der Tat ein besonderer Zeitraum, der dafür ausgesucht wurde. Katrin hat es gesagt, vor 8 Wochen ist hier ein neuer Landtag gewählt worden und noch steht nicht fest, welche Koalition zukünftig hier Sachsen regieren wird. Und es ist auch noch nicht abzusehen, wo unser demokratischer Rechtsstaat in den kommenden 5 Jahren hinsteuert. Die Wahlergebnisse nicht nur in Sachsen, sondern natürlich auch, wenn wir nach Brandenburg oder nach Thüringen blicken, zeigen, dass viele Menschen ihr Vertrauen politischen Kräften schenken, deren Demokratiefestigkeit mehr als fraglich ist. Viele zeigen sich empfänglich für autoritäre und nationalistische Erzählungen und sie schenken ihre Stimme Kräften, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung weder respektieren noch schützen. Und vor diesen Kräften müssen wir alle gemeinsam in diesen Netzwerken, aber natürlich auch darüber hinaus unsere Demokratie schützen. Und da denke ich vor allem an das geflügelte Wort wehret den Anfängen. Und zugleich frage ich mich aber, wenn ich das ausspreche, ob das überhaupt in die Situation passt. Immerhin können wir die Entwicklungen schon seit vielen, vielen Jahren beobachten, verfolgen. Die Anfänge haben wir also schon eine Zeit hinter uns gelassen. Doch in einem anderen Sinne passt die Formulierung dann vielleicht doch, denn es geht ja nicht bloß um das Erstarken neuer extremistischer Bewegungen oder um den großen Zuspruch für rechtes Gedankengut, sondern es geht auch um die Frage, wie das bei jedem Einzelnen anfängt. Niemand kommt ja als Extremist, als Extremistin auf die Welt. Niemand ist es vorgezeichnet, menschenverachtende Weltbilder und abstruse Verschwörungserzählungen zu teilen und weiterzutragen. Und solche Erzählungen sind viele extremistische Einstiegsdrogen vorgeschaltet, Türöffner, Ideologien, wir haben es gerade schon gehört, Gedankengut mit Scharnierfunktion und dazu gehört auch der Antifeminismus, das Thema dieser Tagung. Und dazu hat nicht nur die Heinrich-Böll-Stiftung Weiterdenken schon ganz viel gearbeitet, sondern eben auch das Else-Frenkel-Brunswick-Institut. Wir hören ja danach gleich einen wichtigen Impuls dazu, liebevoll EFBI genannt. Und das Else-Frenkel-Brunswick-Institut ist auch ein Ergebnis der Koalition der letzten 5 Jahre, weil wir dafür als Bündnisgrüne in diesen Koalitionsverhandlungen 2019 gestritten haben, das Geld dafür zur Verfügung gestellt haben und in den letzten 4 Jahren
richtig, richtig viel gute Arbeit an der Stelle geleistet wurde und das nicht nur sozusagen in so einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, sondern rausgegangen ist und vor Ort gewesen ist, dort Forschung gemacht hat, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen ist und eben auch Beratung gemacht wird. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, dass ich mir so sehr wünschen würde und ich alles dafür tun kann, was sozusagen noch in meiner Macht steht, dass diese Strukturen auch erhalten bleiben, weil, und das sehen wir nicht zuletzt bei dem Thema Antifeminismus, bei diesen wichtigen Forschungsaufgaben, die das FBI, aber auch die anderen Institutionen, die wir in dieser Legislaturperiode gegründet haben, so wichtige Arbeit geleistet wird und es so bitter dringend notwendig ist, dass diese Arbeit auch fortgesetzt wird. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren Gleichstellungspolitikerin. Ich war, glaube ich, tatsächlich auch neben dem ganzen Thema Bürgerrechte, war das Thema Feminismus, Gleichstellungspolitik auch ein Aspekt, warum ich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen geworden bin. Das bedeutet, Teil einer historischen Entwicklung zu sein, zu einer progressiven Bewegung zu gehören. Und das heißt in der Praxis, wir wollen die Dinge alle miteinander voranbringen. Wir wollen die Dinge verbessern. Eine Weiterentwicklung mitgestalten, die allen Menschen zugutekommt und nicht bloß einem kleinen, ausgesuchten Teil der Bevölkerung, dem wir uns vielleicht auch selbst zuordnen. Der Feminismus streitet dafür, die rechtliche Stellung von Frauen zu verbessern, aber er setzt sich eben auch für eine Gesellschaft ein, in der es allen Menschen besser geht. Mütter, Vätern, die sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wünschen, ArbeitnehmerInnen, denen sich neue Berufsfelder öffnen, Frauen, die ihren eigenen Weg ohne patriarchale Bevormundung gehen wollen, genauso wie Männern, die überholte Rollenbilder als Belastung empfinden. Männern, die sich auch nicht ihrer Männlichkeit beweisen müssen, indem sie andere unterdrücken oder täglich Fotos mit vermeintlicher männlicher Symbolik auf Instagram posten. Historisch hat der Feminismus immer Rechte für immer mehr Menschen erstritten. Und ich denke hier natürlich ans Wahlrecht, an den Zugang zu höherer Bildung und natürlich auch an die sexuelle Selbstbestimmung. Und all diese Meilensteine, die waren überfällig, als sie durchgesetzt wurden. Und ja, sie waren, und ja, ich hoffe, sie sind auch mehrheitsfähig. Sie haben sich, und auch das hoffe ich, als gesellschaftlicher Konsens etabliert. Und das sind in meinen Augen wichtige und unveräußerliche Erfolge. Aber Sie und ihr habt es gemerkt, wenn ich davon spreche, dass es ein gesellschaftlicher Konsens ist, dass es mehrheitsfähig ist, da kommt man heutzutage so ein bisschen ins Stocken. Ist das wirklich so? Ist das Konsens? Ist das mehrheitsfähig? Ist das wirklich so? Und vielleicht bin ich da, weil ich mich schon seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt habe, ein bisschen betriebsblind. Jedenfalls kann ich mir ja, wenn man sich sozusagen die Themen anschaut, eigentlich ja nur schwer vorstellen, dass nicht alle Menschen diese Erfolge begrüßen und wertschätzen. Doch manche Menschen, und davor dürfen wir nicht die Augen verschließen, und ich glaube, das ist alles, trage ich Eulen nach Athen, wenn ich hier in diesem Kreise rede, aber trotzdem ist es, glaube ich, immer gut, die Dinge nochmal auszusprechen und für sich selber auch zu vergegenwärtigen und auf Tagungen wie diesen das auch nochmal inhaltlich und mit Theorie auch nochmal zu untersetzen, mit Erfahrungen, die wir machen, denn wir stellen ja fest, dass manche Angst kriegen, ihnen würde etwas weggenommen werden. Manche fühlen sich von der Existenz weiblicher Vorgesetzter, von Ministerinnen, von Bundeskanzlerinnen provoziert und manche wollen lieber eben den Schritt zurückgehen, statt den Fortschritt zu begrüßen. Und ich möchte da aber trotzdem gerne differenzieren, denn nicht jeder Mensch, der einen flapsigen Spruch riskiert, ist sofort ein Extremist und nicht jeder Mensch ist politisch weit rechts zu verorten, weil er lieber das Aussehen einer Politikerin kommentiert, statt sich mit den Argumenten und Inhalten zu befassen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es immer um ein Kontinuum geht. Der hochgezogene Augenbraue folgt irgendwann der erste blöde Spruch und das erste Ressentiment. Aus zustimmenden Likes auf einen Post besorgter Eltern wird irgendwann Cybermobbing gegen PädagogInnen, die angeblich Frühsexualisierung von Kindern betreiben. Und deshalb wehret den Anfängen. Machen wir uns bewusst, wo die Grenzen zwischen einer scharf geführten Debatte
und Hetzreden liegt. Machen wir uns bewusst, wo der Rechtsextremismus mit dem, was er Kulturkampf nennt, Überschneidungen zwischen Sexismus und Rassismus herstellt. Denn wo sich der Antifeminismus mit dem Rechtspopulismus einlässt, da bleibt es niemals bloß bei sachlicher Kritik. Dort kommt es, begünstigt von Verschwörungsmentalitäten und Hetze, zu Übergriffen. Dort werden Rechte eingeschränkt, Verbote ausgesprochen, Mittel zum Gewaltschutz zusammengestrichen und dort wird auf übelste Weise gegen AktivistInnen gehetzt, um sie zu entmutigen. Und all dem müssen wir etwas entgegensetzen und wir, das sind nicht nur diejenigen, die sich als FeministInnen verstehen, sondern das müssen alle Menschen sein, denen es mit der Demokratie ernst ist. Gleichstellung ist ein universelles Menschenrecht und unabdingbar für eine wehrhafte und lebendige Demokratie. Und deshalb darf es in Deutschland weiterhin gern Kritik am Feminismus geben. Es darf munter über die Anliegen gestritten werden. Und wir sehen es ja aktuell auch bei den Entwicklungen bei der Emma. Und das hat mich wirklich am Wochenende wirklich schockiert zu sehen, wie diejenigen Vorreiterinnen des Feminismus Agnes Strack-Zimmermann als den Sexiest Man Alive prämiert haben, weil das hat für mich nichts mit Feminismus zu tun. Feminismus muss streitbar in der Sache sein und muss Frauen an der Stelle, die sich engagieren, unterstützen. Und das ist meines Erachtens hier absolut fehlgeleitet und ich finde, da braucht es auch eine klare Stimmung und da kann man zu Agnes Strack-Zimmermann und zur Situation in der Ukraine stehen, wie man will, aber es ist eine engagierte Frau, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht und die sich hier engagiert und das sollte meines Erachtens hier im Zentrum stehen und nicht das, was wir gerade aktuell erleben. Und deswegen braucht es weiter streitbare Feministinnen, es braucht streitbare Menschen für die Sache und das sehe ich genau hier bei dieser Tagung und deswegen freue ich mich sehr und bin froh, dass ihr heute alle nach Dresden gekommen seid, um heute und morgen gemeinsam miteinander zu diskutieren, Wissen weiterzutragen und natürlich auch die nächsten Schritte zu gehen. Und ich danke wirklich von ganzem Herzen dem Gunda-Werner-Institut, Dissens und natürlich der Heinrich-Böll-Stiftung Weiterdenken hier in Sachsen, dass Sie hierher gekommen sind, um miteinander ins Gespräch zu kommen, euch vielleicht auch noch mal stärker mit der Situation auch hier in Sachsen auseinanderzusetzen. Und was wir definitiv in den nächsten Jahren brauchen, weil wir ja auch nicht wissen, wohin es geht. Wir brauchen streitbare Frauen, wir brauchen streitbare Männer, wir brauchen streitbare Menschen, die diese Demokratie, diesen Rechtsstaat weiter verteidigen und die den Mund aufmachen und eben nicht nur zwischen den Zeilen sprechen, sondern die Klartext reden, weil die Zeiten so sind, wie sie sind. Es ist Zeit, ist überfällig für Klartext und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, heute nicht nur hier darüber zu diskutieren, sondern dann auch das Diskutierte nach außen zu tragen und auch in die Bundesländer zu tragen, wo vermeintlich jetzt noch ein bisschen heile Welt ist, weil ich glaube, das ist ein Trugbild. Und da auch mit den KollegInnen, die hier aus Sachsen sind und vielleicht auch aus den anderen ostdeutschen Bundesländern noch mal verstärkt ins Gespräch zu kommen und auch zu schauen, wie kann man sich an der Stelle hier unterhaken und wie kann man auch gemeinsam Strategien entwickeln. Ich glaube, das ist dringend notwendig und das wird auch über die 3 Jahre hinaus notwendig sein. Deswegen würde ich mir wünschen, dass das Netzwerk, was jetzt mit 2000 Institutionen, mit 2000 Menschen ist, dass das weiter wächst, weil wir es schlicht und einfach brauchen. Vielen Dank, dass ihr hier seid und eine tolle Tagung, toller Austausch und ich wünsche Ihnen und euch eine gute Zeit in diesem wunderbaren Raum. Vielleicht ist ja auch die eine oder andere Juristin dabei.